Einerseits hat es mich maßlos geärgert, was jetzt rausgekommen ist. Andererseits freut es mich, dass diese Wandlitzblase von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Radio Berlin-Brandenburg, vielleicht kommen andere noch nach, endlich geplatzt ist. Wir haben das teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehwesen auf der Welt mit 8,4 Milliarden jährlich zwangsfinanziert. Ein paar hundert Millionen Werbeeinnahmen kommen noch mit dazu. Und dass da endlich reingeleuchtet wurde. Und ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaften das noch tun. Und wer es nicht bezahlt, die 18 Euro, der muss im Knast das absitzen. Ja. Auch diese Fälle hatten wir. Nein, ich möchte, dass der Weg beschritten wird, wie ihn jetzt teilweise die Franzosen eingeschlagen haben. Also Sie wollen die Rundfunkgebühren abschaffen? Ja. Ich möchte sie abschaffen.